Minecraft Hardcore. Es genügt nur ein Fehler und alles ist vorbei. Du kannst noch so gute Rüstung haben. Eine kleine Unaufmerksamkeit und das Ende ist schneller da, als man denkt. Sogar die besten Spieler sterben. Zu oft habe ich es schon gesehen. Niemand ist unsterblich. Aber versuchen will ich es trotzdem. Freunde der Sonne, es war der 601. Tag und das erste, was ich machte, war nachzusehen, wie viel mir die Villager Farm bis jetzt eingebracht hat. Und holy, das ist gestört viel. Verhungern werde ich, denke ich, auf jeden Fall nicht mehr. Ich hatte aber keine Zeit zu verlieren, also machte ich mich gleich ans erste Projekt. Ich nahm mir alle meine Blumen und einige Setzlinge und fing an, auf Bienennester zu hoffen. Die spawnen nämlich zu einer Wahrscheinlichkeit von 5%, wenn man eine Blume neben einen Setzling setzt und den Baum dann mit Knochenmehl wachsen lässt. Wie ihr es euch jetzt vielleicht schon denken könnt, wollte ich eine Honigfarm bauen. Dafür brauchte ich aber einige Bienenstöcker mit 3 Bienen darin, also pflanzte ich gefühlte 1000 Bäume, baute dann solche Glaskugeln und kümmerte mich dann darum, dass in ihrem Bienenstock wirklich 3 Bienen darin sind. Und Freunde, lasst es mich so ausdrücken, das war wirklich teilweise ein kompletter Krampf. Umso erleichterter war ich, als ich am 606. Tag dann endlich 8 volle Bienenstöcker hatte. Zufälligerweise landete dann eine neue Katze im Boot direkt neben Hawkrider. Die Honigfarm sollte ja nicht einfach irgendwo hässlich rumstehen. Ich wollte wie bei dem Superofen oder bei der Villager-Farm ein geiles Mittelaltergebäude dafür bauen. Ein paar Ressourcen fehlten mir aber, also wurde kurz Holz gefarmt, anschließend braunes Concrete Powder zu normalen Concrete gemacht und ein großer Teil des Waldes wieder abgeholzt. Jetzt musste nur noch mehr ein wenig geterraformt werden und das Bauen konnte beginnen. Ich hatte bei weitem nicht genug Glas dabei, also musste ich in die Wüste, wo ich mir einige Stacks an Sand holte und diesen dann im Superofen zu Glas schmelzen wollte. Aber ich hatte keine Kohle mehr. Deshalb nahm ich mir 10 Stacks an Kohleerzblöcken, baute damit einen Turm, den ich gleich darauf wieder abbaute. Letztendlich kamen weit über 20 Stacks raus und der Superofen konnte zum Schmelzen beginnen. Dann baute ich das Gewächshaus fertig. Ich gab mir dabei wieder richtig viel Mühe und probierte einige schöne Details einzubauen. Als ich dann damit fertig war, kam wieder eine Truppe von Pillagern vorbei und ich erledigte sie und bekam den Bad Omen Effekt. Damit startete ich den Raid mit den Villagern unter dem Farmhaus. Diesmal war der Raid etwas leichter, statt Karotten hatte ich nämlich goldene Karotten und das macht echt einen großen Unterschied aus. Brenzlig wurde es mit 2 Herzen nur einmal, aber ansonsten war der Raid wirklich keine Herausforderung mehr und in der Nacht des 616. Tages erledigte ich den letzten Gegner. Jetzt war ich um 8 Banner und 5 Totem reicher. Das Gewächshaus war ja fertig, es fehlte nur mehr die Honigfarm und als ich sie bauen wollte, kam ich drauf, dass ich es etwas zu klein gebaut hatte. Naja, jetzt musste ich eben improvisieren und entschied mich für eine eigenartige Stelle. Die Farm ist jetzt nicht vor einem, sondern über einem, aber ich finde das hat was und ist sogar besser, als wenn ich sie am Boden gebaut hätte. Ich kann euch die Farm jetzt leider nicht so gut erklären, weil ich sie selber nicht so ganz verstanden habe, aber sobald Honig in einem Bienenstock ist, wird dieser vom Dispenser über ihn gesammelt und kommt dann letztendlich unten in die Kiste rein. Sollte es zumindest, bei mir hat es einfach nicht funktioniert. Nach ein bisschen Recherche kam ich dann drauf, dass ich viel mehr Glasflaschen in die Dispenser machen musste, also reparierte ich kurz meine Schaufel bei der Enderman Farm und farmte dann noch einiges an Sand. Während ich wartete, bis es zu Glas wurde, verschönerte ich den Außenbereich des Gewächshauses und anschließend auch den Innenbereich, bei dem ich mir wirklich wieder Gedanken machte. Mit ein bisschen Geschick kommt man nämlich hoch zur Farm und die Kisten und Trichter habe ich auch versteckt. Ich füllte dann die Farm mit genügend Glasflaschen, die ja best auch funktionieren sollte. Zeit, euch das Endprodukt zu präsentieren. Als nächstes wollte ich ein größeres Projekt angehen, eine Goldfarm. Dafür würde ich auch über 3 Schalkerboxen an Magmablöcken brauchen, also farmte ich für die nächsten 2 Tage nur Magmablöcke, bis ich am Ende dann exakt 6689 hatte. Weiters brauchte ich auch absolut viel Glas, das ich aber gleich in schwarzes Glas färben wollte, damit die Farm am Ende auch cool aussieht. Zum einen fehlte mir aber extrem viel Glas, also ging ich wieder einmal Sand farmen. Und zum anderen fehlte mir der schwarze Farbstoff, also ging ich dafür zu meiner Guardian Farm und stand dort 10 Minuten lang AFK. Mit den Tintenbeutel, die ich dadurch bekam, hatte ich auf jeden Fall genug schwarze Farbe und ich konnte beginnen, die restlichen Materialien für die Farm vorzubereiten. Da es keine kleine Goldfarm wird, sind es auch unglaublich viele Sachen, die ich dafür hernehmen musste. Als ich dann mit der Vorbereitung fertig war, musste ich nur noch mehr einen geeigneten Platz für die Farm finden und diesen dann an der Bedrock-Decke markieren.
Am 626. Tag konnte das Bauen der Farm beginnen. Als erstes baute ich den Bereich, wo die Piglins reinfallen und anhand von Entity Cramming sterben. Dann wurden die Schächte, wo sie runterfallen, gebaut und für die nächsten 2,5 Stunden die Plattformen, wo ich aber relativ am Anfang mir Frostwalker-Schuhe gegen den Magma-Block Schaden machte und noch einige Unsichtbarkeitstränke gegen die Ghasts, die ständig spawnten. Ja, das war recht anstrengend, muss ich sagen. Zum Schluss wurden noch an jeder Ecke ein Piglin mit einem Nametag platziert und endlich war ich fertig mit der Farm. Naja, fast zumindest, ich baute noch ein kleines Kistenlager dazu. Dann schoss ich aber einen Piglin ab und testete die Farm für 20 Minuten. Das Ergebnis waren 46 Goldblöcke und ein zufriedener Jonathan. Jetzt wollte ich bei meinem Ocean Monument weitermachen. Mit einer Schaufel Sandfarmen wäre mir aber zu mühselig gewesen. Also craftete ich mir 3 weitere Diamantschaufeln, holte mir dann alle möglichen Bücher bei meinen Villagern und packte sie anschließend auf die Schaufeln. 3 weitere perfekte Schaufeln hatte ich jetzt, also flog ich zur Wüste und holte mir 4 volle Schalkerboxen an Sand. Dann ging es weiter mit dem Hochziehen neuer Sandwände. Nach 50 Minuten nur rechte Maustaste klicken, war der Sand dann auch schon wieder weg und allzu viel bin ich nicht weitergekommen. Das ist also wirklich ein Megaprojekt. Ein bisschen wollte ich noch weitermachen, hier also nochmal eine Timelapse, wie ich Sand farme. Ja, sehr spannend. Für die nächste halbe Stunde platzierte ich dann wieder nur Sand und es ist echt frustrierend zu sehen, wie langsam man hier vorankommt. Je weiter man in die Mitte kommt, desto nerviger werden die Guardians. Also flog ich nochmal heim und machte mir ein paar Unsichtbarkeitstränke und ratet mal, was ich als nächstes machte. Richtig, Sandfarmen. Naja, ich habe mich ja bewusst gegen einen Sandtuber entschieden. Mit Unsichtbarkeitstränken Intus zog ich dann weitere Wände hoch und jetzt kam ich Gott sei Dank dem Ziel immer näher. Mit mehr als der Hälfte war ich jetzt fertig. Als nächstes wollte ich wieder mal ein Advancement abschließen, nämlich den Enderdrachen durch das Fernglas betrachten. Dafür musste ich den Enderdrachen respawnen, also craftete ich mir 4 Endcrystals und noch das Fernglas, das ich für das Advancement brauchen würde. Dann flog ich ins End und platzierte alle 4 Crystals und kurz bevor der Drache respawnte, habe ich versehentlich gegen einen der Crystals geschlagen und Gott sei Dank hatte ich ein Totem in der Hand. Hätte ich keines gehabt, hätte ich die Welt verloren und die Serie wäre vorbei. Naja, das hielt mich aber nicht auf, es nochmal zu versuchen. Also craftete ich mir wieder 4 Endcrystals und diesmal schaffte ich es, den Enderdrachen zu respawnen. Ich zerstörte alle Türme und bekämpfte dann den Enderdragon, bis ich nach einiger Zeit den finalen Schuss abfeuerte. Als Belohnung bekam ich einen weiteren Zugang zur Endcity. Erst nach dem Kampf habe ich dann realisiert, dass ich das Advancement, das ich eigentlich machen wollte, gar nicht gemacht habe. Also hieß es für mich ein drittes Mal die Endcrystals zu craften, mir fehlten aber noch Gas drinnen, also flog ich kurzerhand in den Nether und holte mir 2. Ich craftete die Kristalle und platzierte sie ein drittes Mal im End. Anschließend bekämpfte ich wieder den Enderdragon und besiegte ihn und auch diesmal hatte ich auf das Advancement fast komplett vergessen, aber zum Glück ist es mir im letzten Moment noch eingefallen und ich betrachtete den Enderdragon durch das Fernglas. Mir hat es wieder etwas nach Bauen gelustet, also pflanzte ich erstmal ein paar Bäume und holte mir etwas Holz. Danach klaubte ich alle Materialien, die ich brauchen würde, zusammen, darunter auch das erste Mal Wolle von meiner Wollefarm. Ich terraformte dann etwas, wo mir zwischendurch einfach die Erde ausging und ich woanders welche abbauen musste, aber machte dann gleich damit weiter. Mit dem Concrete machte ich mir dann einen groben Plan vom Marktplatz, den ich bauen wollte. Das würde ich generell empfehlen, immer zu machen. Ich fing an in der Mitte des Marktplatzes, wo ich einen Brunnen baute. Dann aber konnte das Bauen der Marktstände beginnen. Ich wollte noch Händler zu den Marktständen bauen, damit er auch lebendig aussieht. Villager wollte ich keine reinstellen, also überlegte ich mir, was ich machen könnte. Ich entschied mich dann für Armor-Stands, die die Händler darstellen sollten. Natürlich würde ich ihnen auch Kleidung machen, also machte ich Lederkappen in jeder Farbe und setzte sie auf die Armor-Stands. Dann bekamen sie noch eine ganze Rüstung angezogen und die Item-Frames beschmückte ich auch noch mit den jeweiligen Verkaufs-Items. Jetzt war ich aber fertig und kann euch den finalen Marktplatz präsentieren. Ich hatte keine Raketen mehr, also stand ich eine Viertelstunde AFK bei meiner Gunpowder Farm und als ich das Schwarzpulver abholen wollte, erledigte ich einen Ertrunkenen, der mir einfach einen Dreizack droppte. Um den werde ich mich aber später kümmern. Jetzt wollte ich nämlich eine weitere Farm bauen. Ihr habt mir so viele Kommentare geschrieben, dass ich eine Raid Farm bauen sollte, also wollte ich euren Wunsch hier entgegenkommen. By the way, ihr könnt mir auch gerne öfters eure Ideen in die Kommentare schreiben, mir würde das wirklich sehr viel helfen.
Ich bereitete alle Sachen für die Farm vor, wofür ich wieder einmal Sand farmen musste. Dann flog ich aber zu der perfekten Stelle im Meer, wo gleich in der Nähe eine Village und ein Pillager Outpost ist, und fing an, die Farm zu bauen. Das dauerte nicht allzu lange, was aber lange dauerte, war einen Villager hierher zu bekommen. Als ich diesen dann aber auch hatte, flog ich zum Pillager Outpost und wartete, bis der Captain mit Banner spawnte. Diesen tötete ich dann und flog zur Farm zurück und aktivierte den Raid, der aber nicht so funktionierte, wie ich dachte. Als ich nachsah, bemerkte ich, dass ich vergessen hatte, die Lava zu platzieren. Also riskierte ich es und flog nach oben, wo ich die Lava dann platzierte. Die Farm funktionierte aber jetzt und ich testete sie für 45 Minuten. Das Ergebnis spricht, denke ich, für sich. Über 3 Stacks an Emerald-Blöcke und einiges an Gunpowder. Ach ja, und die Totem habe ich nicht mal mehr mitgenommen. Das wären einfach viel zu viele gewesen. Die Farm ist aber ein voller Erfolg. Danke für eure Kommentare. Ich wollte bei meiner Village weitermachen, also begann ich mit etwas Terraformen. Dann baute ich Unmengen an Dark Oakwood ab und noch ein bisschen Fichtenholz. Jetzt war ich aber bereit und ich fing an mit dem Grundgerüst. Für diesen Build habe ich mir einfach ein Google-Bild als Vorlage genommen und vom Prinzip her sehr ähnlich gebaut. Natürlich wollte ich meine eigenen Ideen und Vorstellungen noch einbauen und es nicht einfach nur abbauen. Das Haus sollte dann mein zukünftiges Lagerhaus sein, wo alle meine Items gelagert werden. Mein Fichtenholz ist dann in der Zwischenzeit ausgegangen, also pflanzte ich einen Mega-Fichtenbaum und holzte ihn ab, wo am Ende dann 16 Stacks rauskamen. Jetzt konnte ich aber mit dem Hausbau weitermachen. Das Dach wollte ich in einem grauen Farbton machen, dafür würde ich aber graue Wolle und graues Concrete brauchen, wovon ich beides nicht hatte. Also färbte ich ein paar meiner Schafe grau. Für die Wolle hatte ich jetzt die Schafe, ich brauchte noch Concrete, wofür ich wieder einmal Sand farmen gehen musste und anschließend auch noch in den Nether Gravel holen. Dann konnte ich mir das graue Concrete craften und mit dem Dachbau beginnen, womit ich wirkliche Schwierigkeiten hatte. Irgendwie bekam ich es dann aber hin und fing gleich an, das Dach ein bisschen mehr mit Textur zu füllen. Graue Wolle sowie graues Concrete und Concrete Powder nahm ich dafür und alleine dadurch schaut es schon 100 mal besser aus, also machte ich dasselbe mit den weißen Wänden und anschließend hier und da noch Kleinigkeiten. Das nächste, was ausging, war die graue Wolle. Ich nahm mir also wieder grauen Farbstoff und färbte noch mehr Schafe grau, die ich dann durchgehend scherte. Damit konnte ich dann das Dach fertig bauen. Anschließend baute ich den Kamin noch etwas schöner, womit ich auch etwas struggelte, aber am Ende bekam ich ihn dann recht akzeptabel hin. Jetzt war ich mit dem Hausbau eigentlich so gut wie fertig, was noch fehlte waren die Details und die Dekoration, welche nicht zu unterschätzen sind. Also baute ich hier und da noch eine Kleinigkeit hin und machte alles ein wenig schöner. Es wurden überall noch Blumen und Blätter platziert, wofür ich sogar noch welche sammeln musste. Dann war ich aber endlich zufrieden und musste nur noch mehr die Landschaft rundherum bauen. Also ging ich Dirt abbauen und terraformte rund um die Landschaft. Zeit, euch das Endprodukt sehen zu lassen. Das Haus sollte ja nicht nur von außen gut aussehen, für mich sollte es auch als Lagerraum dienen. Die nächsten Tage beschäftigte ich mich also damit. Ich fing an mit dem Hauptbereich, wo Holz, Stein und Erze, die ich oft brauche, gleich vorzufinden sind. Es dauerte ziemlich lange, alle Sachen vom alten Lager hierher zu befördern, falls ihr euch fragt, warum ich 5 Tage dafür gebraucht habe. Als nächstes kam die Ecke mit den Mobdrops dran und anschließend alles, was mit Farmen zu tun hat. Dann der kleine Bereich für Tools und Bücher. Mir ging dann das Leder für die Itemframes aus, also flog ich herum und schlachtete Kühe und Pferde. Anschließend wurde weiter an dem Lager gebaut und tausende an Items hierher transportiert. Ich zeige euch einfach kurz, wie es jetzt aufgebaut ist. Man kommt rein und vor einem sind die Hauptitems, die man am häufigsten benötigt. Dann kommt man links zu den Mobdrops, zu den Farm-Items, Tools und Büchern. Rechts von den Haupt-Items sind dann Sachen, die ich auch häufig benötige, wie Fackeln, Sticks, Schalkerboxen und Arbeitsblöcke. Weiters ist der Redstone-Bereich und zum Schluss sind die Dekorationsblöcke. Den Rest werde ich erst in den nächsten 100 Tagen schaffen. Eine Sache, die ich schon ewig machen wollte, war die Nether-Schallplatte holen. Ich ging also auf Bastion-Suche und hoffte auf ein wenig Glück. Gleich in der ersten Bastion fand ich die Schallplatte und ich habe mich wirklich gefreut. Da ich aber auch anderen geilen Loot wie Netherite, Obsidian oder Gold fand, entschied ich mich weitere Bastionen zu looten. Es wurde zwar hin und wieder riskant, aber ich muss echt sagen, dass ich komplett viel Glück hatte. Ich fand nämlich eine Bastion nach der anderen und vom Loot her war es auch absolut geil. Am 698. Tag kam ich dann nach Hause und gönnte euch, was ich alles mitgenommen habe. Echt viel Netherite und sogar einen OP-Goldapfel. Wofür ich aber eigentlich in den Nether ging, war die Schallplatte, also nahm ich die Jukebox und warf die Disc ein und feierte den Song komplett.
Ich hatte nur mehr 2 Tage Zeit, diese wollte ich aber noch nutzen. Ich nahm mir Kakteen von der Kaktusfarm und erweiterte sie ein bisschen. Jetzt ist sie schon fast fertig. Am 699. Tag kümmerte ich mich um den Dreizack, den ich perfekt machen wollte. Ich verzauberte ihn und bekam richtig geile Sachen drauf, genau die, die ich haben wollte. Ich kaufte mir noch Mending und Unbreaking beim Villager und packte dann alles auf den Dreizack, der jetzt perfekt war. Ich flog ins End und reparierte noch alle meine Tools, damit ich die nächsten 100 Tage wieder voll durchstarten kann. Den letzten Tag wollte ich wieder für eure Namenswünsche hernehmen. Ich kaufte mir also Nametags beim Villager und das Pferd heißt jetzt Räudiger, die Katze neben Hogrider Gino, der einsame Hund Carlton und der größte Ehrenmann, nämlich der Mending Villager Kaiser Jonathan. Das war es. Ich habe 700 Tage in Minecraft Hardcore ohne zu sterben überlebt.